Nimmt der jetzt auf? Ich guck nochmal. Muss da Pünktchen Reck stehen? Ja, ne? Ja. Ich mach das so wie Patrick. Damit ich diese tolle Verschlusskappe nicht verliere, tue ich sie einfach wieder vorne drauf. Verdammt, die passt nicht. Ist der nur zu blöd? Egal, ich lasse meinen Todesblick jetzt einfach mal in die Tasche. So. 120 Abonnenten. Ihr seid alle bescheuert. Ihr seid alle komplett. Komplett bescheuert. Aber meinetwegen, dann ist das halt so. Dann abonniert mich halt. Das ist ein Puzzle. Dafür zeige ich euch jetzt 50 Dinge aus meinem Zimmer. Das sollte reichen. Das waren mindestens 50. Oder waren das 51? Dann, ich habe eins zu wenig. Das tut mir sehr leid. Ja. Und ich zeige euch meinen tollen neuen Haarschnitt. Er nennt sich Friseurphobie. Ist englisch und bedeutet tolle, lange, schöne, wallende Locken. Ja, jetzt weiß ich nicht, was ich für ein Special machen muss, weil ich habe 120 Abonnenten und ich habe gesagt, bei 120 könnte man ja mal was machen. Bei 100 habe ich nichts gemacht. Jeder macht was bei 100. Wer macht schon ein Video bei 120? Wer macht ein Video bei 120? Siehst du. Ich. Genau. So sieht's nämlich aus. Ich würde euch gerne zeigen, wo gerade die Kamera drauf steht, aber da müsste ich die Kamera hochheben. Und da habe ich jetzt keinen Bock zu. Nimm noch einen der anderen drei Bände, die nur noch stehen. Zwei davon sind sogar noch die alten. Nee, einer davon zumindest. Da stehen noch drei. Ach so, ja, aber das ist jetzt. Hast du einen Spiegel gemacht? Kann man den abnehmen? Nein, den hebst du da nicht drauf. Kann man den abnehmen? Nein, den lässt du da drin. Dann habe ich nicht selber noch einen Spiegel? Egal. Ja. Ich warte mal, bis Benjamin Blümchen fertig ist mit Röhren. Heute ist Mittwoch, der 18. Ich bin ein störender Soundeffekt. Ja. Heute ist Mittwoch, der 8. September 2010, 20.26 Uhr. Ich spiele Sims 2. Und bin genervt, weil meine Sims, meine Teenager-Sims, die jetzt auf dem College sind, nicht älter werden. Das werden keine jungen Erwachsenen und ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil ich zu viele Sachen drin hab. So. Vielleicht solltest du erwähnen, was du nächste Woche vorhast. Während ich will nächste Woche ganz viel unanständige Filme gucken. Boah, fast hätte ich unanieren gesagt. Ja, was habe ich nächste Woche vor? Was will ich nicht mehr? Da gab es so einen netten Zettel. Ja. Mal unauffällig in die Kamera halt. Mal unauffällig länger in die Kamera halt. Ihr könnt euch vorstellen, was das ist, ne? Könnt euch, glaube ich, tatsächlich vorstellen, was das ist. Das ist ein Hund. Boah, ist das peinlich, das auf YouTube zu sagen. Ich war nackt auf YouTube, das sollte mir eigentlich leicht fallen. Ich glaube, ich gehe lieber nackt duschen und nehme das auf, als das jetzt zu sagen. Ich habe mich bei Deutschland sucht den Superstar beworben. Boah, war das schwer. Das war fast so schwer wie alles. Alles andere ist mir leichter gefallen als das auf der ganzen Welt. Doch, doch, ohne Scheiß. Ja. Ich, Habt ihr schon mal einen Menschen mit einem Tampon in der Nase gesehen? Ich schon! Man hat dich, glaube ich, sogar gesehen. Cool, ich sehe mich im Fenster. Cool, Fenster. Ja. Sag mal, hat das Ding eigentlich Autofokussierung-Dingens? Nee, ne? Doch.
Ja? Ja. Auto fokussiert der mich gerade? Auto fokussierst du mich? Ich hoffe, es funktioniert. Sonst ist das Video von einer beschissenen Qualität und habt ihr alle Pech. Okay, bevor das jetzt zu lang wird, weil das sollte eigentlich so ein kleines so, hi, ich lebe, ich habe lange Haare und ich lebe und ich habe lange Haare. Scheiße aus. Du siehst selber scheiße, guck dich mal an mit deinem Tampon in der Nase. Halt die Fresse, das oh, du trägst sehen. So die tolle neue Modefarbe schwarz. Haare schwarz, Titten schwarz, alles schwarz. Ich trage so lange schwarz, bis was Dunkleres gibt, ja? Und damit beenden wir diesen total sinnvollen Beitrag nicht zur deutschen Jugendkultur Scheiße. Und übrigens, Quink, ich will dir fressen.